Unsere anfänglichen Berichte sagten, Ezio wäre der ideale Kandidat für zukünftige Abstergo-Projekte. Charisma, sein Sexappeal und der trockene Humor verliehen ihm Führungsqualität. Doch der Einfluss des Assassinenordens wurde stärker und beraubte ihn dieser Qualitäten, als er tiefer und tiefer in den Teufelskreis der Rache verfiel. Ezio war bekannt für seine passive Hinnahme des Bösen. Er war auch ein Mann von Widersprüchen. Er predigte Gedankenfreiheit und reiste doch weit über seine Heimat hinaus, um andere zu seinen Idealen zu bekehren. Wie etwa dieses leicht zu beeindruckende chinesische Mädchen, kaum älter als 20. Man beachte diese Tatsache bei der Beobachtung seiner Gesten. Ezios gesamte Persönlichkeit basiert auf Demagogie. Er behauptet, seine Philosophie drehe sich um die Liebe und doch beherrschen Gewalt und Nötigung sein Handeln. Wir sind deshalb zu dem Schluss gelangt, dass es zu riskant ist, Ezio Auditore da Firenze als Marke zu entwickeln.